Vielleicht nochmal, apropos Marketing, hast du für uns vielleicht noch ein paar knackige, schöne Beispiele? Also so, womit man auch einen Manager quasi überzeugen kann, wo du sagst, okay, guck mal, da sind wir hingekommen, das haben wir gemacht und am Ende haben wir 10% weniger Kosten gehabt oder sowas. Weil ich finde an sowas, das mangelt häufig in dieser Data Governance Diskussion. Das ist alles mal so abstrakt und theoretisch. Und du hast ja super dargestellt, dass du ja eigentlich mit so einer sehr starken Nutzen-Argumentation dahin gehst. Aber wenn du da noch ein paar Beispiele hättest, natürlich ohne Geheimnisse zu verraten, das wäre, glaube ich, super, super interessant. Ich kann mal erzählen, warum wir auf einmal im Kampagnenmanagement Data Quality gemacht haben. Das Interessante war, es gab kein Bewusstsein für Datenqualität und dafür muss man sich den Prozess angucken. An der Stelle war es so, dass es eine Analyseeinheit gab. Die haben, ne, also der Kampagnenmanager, die waren voneinander getrennt. Jeder hatte so seinen Kampagnenkanal und hat gesagt, ich brauche für das neue Produkt Zielgruppe XYZ. Dann ist die Analytics-Einheit losgerannt, hat dann aus den Daten die Zielgruppen analysiert und hat dann natürlich festgestellt, oh, da passt eine Adresse nicht, da haben wir keine E-Mail-Adresse, da haben wir das nicht, rausgefiltert und hat gesagt, hier bitteschön, Zielgruppe 30.000 Kunden. Dann ist er mit 30.000 Kunden losgerannt. Das wusste aber keiner, ob das eigentlich 45.000 Kunden hätten sein können oder sonstiges. Dann ist das System geändert worden und gesagt worden, so, jetzt gibt es nicht mehr einen Kampagnenmanager für einen Kanal, jetzt muss das Team zusammenarbeiten und verschiedene Kanäle bespielen und cross-funktional agieren. Jetzt poppt natürlich so die ersten Datenqualitätsprobleme auf, ne? Weil da kamen zwar 50.000 Zielgruppen dann raus für die verschiedenen Kanäle. Jetzt stellt man aber fest, für den Kanal kann ich auch nur 45.000 nutzen, weil die Daten zu schlecht wären. Dafür die nur die und die. Und dann bin ich hingegangen und habe gesagt, passt mal auf, ihr habt ausgerechnet, ich mache mit 50.000 neuen Kunden 1 Million Umsatz. Das Umsatzpotenzial, ne? Was ihr aus Erfahrungen, also sind jetzt fiktive Zahlen, ne? Aber so mal angenommen, ne? So. Also Potenzial liegt da drin, 1 Million zusätzlichen Umsatz. Sage ich, jetzt gehen wir mal hin und jetzt reduzieren wir mal die Daten, ne, die nicht qualitativ verwenden könnt. Und dazu habt ihr ja Marketingkosten aufgestellt, ne, und so eine Rücklaufquote errechnet, die dann, weiß ich nicht, 3% liegt. Jetzt rechnen wir die Anteile, die ich nicht verwenden kann, raus. Heißt, Umsatzpotenzial sinkt von 50.000 Kunden auf 35 nur noch auf 700.000. 300.000 Euro Potenzial mehr weggenommen. Dann Rücklaufquote sinkt von 3% auf 2,5%, wenn ich den realen Wert ansetze. Und dann sage ich immer, und eure Sales-Leute, die rennen immer am Ende des Jahres rum, ich brauche noch 1 Million rein, 1 Million rein, um, die steckt gerade in euren Daten drin. Ne? So aufgebaut und dann gesagt, und jetzt die Frage, wenn wir jetzt hier ein Monitoring aufbauen und Verbesserungen, kostet uns übers Jahr 100.000 Euro. Darüber holen wir schon wieder das Potenzial wieder rein und auf 300.000 Euro. Dann holen wir noch den Umsatz rein, tatsächlich dann, und die Rücklaufquote steigert. Also müssen wir uns noch darüber unterhalten, ob wir jetzt 100.000 Euro ausgeben für eine Datenqualitätsverbesserung oder nicht. War dann kein Diskussionspunkt mehr, ne? Das meine ich damit. Man muss Wege finden, wie kann ich es rechnen? Und den Fall musst du haben, ne? Und ich mache ja da gar keinen Vorwurf. Am Anfang habe ich auch gedacht, wieso ist das Bewusstsein für Datenqualität nicht da? Weil sie keins hatten, weil sie haben ja immer das an Zielgruppen gekriegt, was sie glaubten, was die richtige Zielgruppe ist. Und ihnen war gar nicht klar, dass die so runtergeschrumpft worden ist. Das heißt, das Datenqualitätsproblem wurde schon abgeschnitten. Und das meine ich mit befähigen. Ich kann ja keinen Vorwurf machen, dass das Bewusstsein nicht da ist, sondern ich muss mir überlegen, was ist denn die Problemsituation? Warum wissen sie es nicht? Aber das Problem ist ja trotzdem da. Und wie kann ich es rechnen? Also ich bin dann immer so ein Freund, der sagt, versuchen, einen Weg zu finden, wie es rechnen kann, und dann wird es plausibel. Ich Ist finde das das so ein natürlich. Beispiel, was ich euch vorgestellt Ja. habe? Eine Frage habe ich noch ganz konkret. Du hast gesagt, die E-Mail-Adresse oder was auch immer fehlt. Also es fehlt was in der Daten, im Datensatz von dem Kunden. Am Ende des Tages muss doch ein Prozessverantwortlicher sagen, ja, ich habe hier den Verantwortlichen im Callcenter sitzen oder wo auch immer, der erfasst wirklich diese Adresse. Und der Verantwortliche des Callcenters, der Prozessverantwortliche, muss dann die Ressource bereitstellen. Mir ist noch nicht ganz klar geworden, von den 100.000 Euro, die ich Potenzial sehe, wie ich da wirklich zu dem Menschen komme, dass er es auch echt tut. Was war da nochmal euer Hebel oder habt ihr das Problem gar nicht gehabt?
Du meinst jetzt die Verbesserung der Daten. Genau. Das war noch ein bisschen komplexer, weil ne, also Unternehmen, die es ja schon länger gibt, haben ja auch eine entsprechende IT-Infrastruktur. Das Thema ist ja da erstens, welche Daten nehme ich denn? Ne? Das heißt, ich habe im Zweifel nicht ein CRM, sondern mehrere und noch irgendwas anderes. Das heißt, natürlich war A rauszufinden, aus welcher Quelle nehmt ihr es denn und welche Quelle ist eventuell die bessere? Und damit haben wir natürlich auch aufgezeigt, das ist das, was du eigentlich gerade sagtest, natürlich, der Agent hat ja auch das Problem. Also ich habe das ja nicht nur das Problem, dass ich nicht Kampagne machen kann, sondern im Zweifel hat der Kunde schon 5-mal angerufen am Callcenter und die konnten ihn auch nicht richtig lokalisieren. Ne? Ah, okay. Das heißt, wir bereiten letztendlich die, dafür nutzt man wunderbar die Logikbäume, was habe ich denn noch für angrenzende Probleme und wer hatte schon im Prozess ein Problem? Und sagen wir mal ehrlich, in den Unternehmen sind die Prozesse ja nicht sauber und auch nicht jedem klar, wie ist denn die ich sag mal, diese Perlenkette, ne? Wann kommt denn die rote, grüne, gelbe Perle? Das weiß ja meistens der bei einer gelben Perle ist und die rote kommt 3 Perlen später. Der weiß ja gar nicht, dass es eine rote gibt. Da hast du ja schon die Schwierigkeiten. Das musst, die Mühe musst du dir machen, das aufzuzeichnen, aufzuzeigen und zu erläutern, wie viel Potenzial noch mehr da drin steckt, ne? Nämlich eben nicht zu sagen, die Kampagne wird besser, sondern auch der Service vorne beim Agent wird besser. Und okay. wir hatten noch einen Vorteil. Parallel gab es natürlich im Projekt, so ein Agent muss so gewisse Fragen beim Kunden durchgehen. Ne? Mhm. Und die Frage war gewesen, naja, so ein Agent, der so 200 Telefonate führt, beim 30. Telefonat kriegt er nicht mehr die 5., 6. Frage drauf. Die Konzentration lässt nach. Mhm. Und können wir über Daten und über ein Vorschlagswesen ihm eigentlich dem Agent den Vorschlag schon anhand der Daten machen, was er den Kunden eigentlich fragen soll, ne? Und nicht fragen soll, Sportschau funktionierte am Wochenende nicht, wollen sie nicht die 1-Gigabit-Leitung kaufen, ne? Also ist ja schon ganz doof, wenn das zusammenkommt. Er sagt, nee, ich hätte mal gerne die Sportschau gesehen, da brauche ich auch gerne 1-Gigabit-Leitung für, lass mich in Ruhe damit, ne? Ja. Und wenn du diese Prozesse besprichst, kommt ja erst klar, welche Daten in welchem Zusammenhang überhaupt erst zusammenkommen. Und da mal hilft es, genau diese Prozesse so aufzuzeigen, zu sagen, da kommen die weiteren Probleme hinzu. Und warum macht es Sinn, A, vielleicht dann mal über ein Master Data Management nachzudenken, nämlich eben nicht in 7 Systemen die Pflege zu machen, sondern vielleicht müssen wir wirklich zu diesem Single Point of Truth kommen, ne, also verschiedene Argumentationen kommen zusammen. Ja. Und B, und wo legen wir jetzt die Investition rein und wer übernimmt sie? Ne? Und dadurch, dass wir ja den DQ-Index nachher beim Top-Management haben, konnte die Investition auf Top-Management eben diskutiert werden, werden jetzt die 100.000 da investiert. Ja, okay.